35 Jahre Speakeasy. Das ist ein Grund zu feiern und genau das wurde an diesem Wochenende gemacht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Totgehört TV. Ich bin der Adrian und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und auch diese Woche habe ich euch ein kleines Live-Review mitgebracht. Allerdings im Vergleich zu Priest eine komplett andere Welt. Während wir bei Priest halt diesem kompletten Mega-Event, komplett durchorganisierten, riesigen Veranstaltungsbetrieb waren, gehen wir erstmal eine Nummer kleiner. Wir gehen nach, bleiben aber in Frankfurt und gehen da ganz genau nach Sachsenhausen zu dem Speakeasy, der Metal-Kneipe im Herzen von Frankfurt, die wirklich jetzt schon seit den 80ern eigentlich für Metal steht. Sozusagen viele Clubs kamen und gingen, Bars und Kneipen kamen und gingen, die sich irgendwie mit Rock und Metal beschäftigt haben in der Stadt. Aber das Easy ist so eine kleine Konstante dort, wo man immer wieder gerne hingeht. Auch ich, der jetzt nicht direkt in Frankfurt wohnt, aber wenn ich nach Frankfurt reinfahre, mache ich da ganz gerne Halt. Und das Schöne war, das Sommerfest hat auch eine gewisse Tradition. Ich war damals beim 20. Geburtstag vom Speakeasy, glaube ich, das allererste Mal im Speakeasy. Damals haben da auch Gerre und hier Tankard, glaube ich, in den Haupteck sogar gemacht. Deswegen sind wir extra von Limburg damals nach Frankfurt gefahren. War super geil. Und auch jetzt, ich meine, klar, damals Tanker, das haben auch in der Vergangenheit schon Gravedigger oder so als Headliner gespielt. Heute, an diesem Wochenende, wo das war, gab es keinen so ganz großen Act, wo man sagen würde, ja, der zieht jetzt Leute von überall her. Aber nichtsdestotrotz, auch mit lokalen Bands war ordentlich was los. Schon von der ersten Band an, was richtig voll ist, ging auch super gut los. Ich meine, ich bin 3:45 da gewesen, 4 ging es los. Und direkt die erste Band gehört auch zu meinen persönlichen Favoriten, Journey of the Sea. Total unterschätzte, total unbekannte Death-Metal-Band aus Frankfurt, spielen Oldschool-Death-Metal. Haben sich irgendwie mal aus der 90er-Jahre-Death-Metal-Band Dark Cathedral dann wieder vereinigt, haben es deswegen Journey of the Sea, Journey of Dark Cathedral genannt. Und super nette Kerle, großartig die Musik, die sie spielen, so richtig schöner. Ja, eine Mischung aus Schweden und Florida Death, den sie machen. Obituary ist zum Beispiel auch einer der Songs, da weiß man ja, wo schon direkt die Wurzeln sind. Mit Vinland haben sie sogar ein Wikinger-Thema, was mir ja besonders als Sänger einer Parker-Metal-Band gefällt, dass sie sich auch ein bisschen mit dem Thema beschäftigen. Und alles wunderbar mit tiefen Growls, rasiermesserscharfen Gitarren. Was soll ich sagen? Ich habe hier ein bisschen was mitgebracht. Ich zeige euch mal kurz, was da so abgegangen ist. Einfach großartig. Mir gefällt Journey of the Sea richtig, richtig gut. Und ja, leider viel zu kurz. Das ist der einzige Kritikpunkt, den ich habe an dem Konzert. Es war viel zu kurz, 25 Minuten knapp, 5 Songs gespielt. Da wurde schon wieder abgebaut, denn, ja klar, so, kam und dann schon die nächste Band, waren ja, man muss ja auch, man hat ja einen gewissen Curfew, wenn man das so mitten in der Stadt macht, dann durfte ja sowieso nicht länger als 10 Musik gemacht werden. Deswegen war ja schon so ein kleiner Puffer eingebaut, dass man eigentlich um 9 Uhr fertig ist, aber man weiß ja, das ist, verschiebt sich alles hinten raus. So hatte man dann ein bisschen Puffer. Als nächstes, dann kam Leitbild. Nichts gegen Leitbild, ist halt nicht einfach meine Musik. Das ist halt Deutschrock, ganz klassischer Deutschrock. Wenn ihr im Duden unter Deutschrock nachschaut, würdet ihr wahrscheinlich ein Bild von Leitbild sehen. Und ja, Riffs, Thematiken, Leidenschaft, Freundschaft, wir gegen die, unsere Heimatstadt, in dem Fall Frankfurt. Ich meine, klar, wenn ihr nichts mit Death Metal anfangen könnt, wenn ihr nichts mit Black Metal anfangen könnt, dann ist auch das alles für euch das Gleiche und immer mit gleichen Thematiken und Klischees. Geschenkt. Deswegen will ich auch nicht Negatives sagen über Leitbild. Ist halt nicht mein Ding. Die Leute, die da waren, fanden es sehr, sehr gut. Gab eine Polonaise, die wurde Flaggen geschwenkt und alles möglich, was sie da so eine Bandflagge, jetzt keine anderen Flaggen. Und ja, war okay. War okay für das, was sie gemacht haben. Ich musste mir ja nicht angucken, das war ja das Gute. Man konnte auch währenddessen, weil die Kneipe hier offen ist, das heißt, man konnte sich auch nebenbei reinsetzen, wenn einem eine Band irgendwie nicht gepasst hat. Und das haben wir auch gemacht.
und haben uns dann die meiste Zeit über, ja, die Zeit dann halt so darin mit Labern verbracht. Bis es nämlich dann weiterging, dann kam nämlich schon Insulter. Muss ich, glaube ich, auch nicht mehr viel zu sagen. Hier aus dem Taunus, eine Black Thrash Band, hatte sie auch im Interview. Das werde ich auch nochmal hier, wo es das ist, verlinken. Super nette Leute. Haben ja mit To The Last gerade ein Album veröffentlicht, was richtig durch die Decke geht bei mir. Also ich finde es richtig gut. Das wird wahrscheinlich auch am Ende des Jahres irgendwie in der Jahrestop 10 wahrscheinlich auftauchen. Haben so entsprechend viel von gespielt, viel neue Songs gehabt. Das finde ich auch ganz gut. Ist ja auch geil, wenn man gute neue Songs hat. Dann macht es dann auch Sinn, so viele neue zu spielen. Deswegen fand ich es richtig geil. Klar, auch hier wieder zu kurz. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, nach einer halben Stunde war auch hier schon wieder Schicht im Schacht. Keine Ahnung. Leitbild haben wir wieder länger gespielt. Naja, keine Ahnung. Dann ging es weiter. Dann kam schon Brandgefährlich. Brandgefährlich ist jetzt auch nicht ganz meine Musik, muss ich auch ehrlich sagen. Ist ja auch eher so eine Richtung Deutschrock. Naja, Deutschrock auch nicht ganz. Es ist eher deutschsprachiger Rock'n'Roll. Also es hat auch, man merkt schon, dass die Riffings und so weiter, das ist schon eher Rock'n'Rolliger. Witzige ist, im Grunde ist diese Band ja auch so ein bisschen so eine All-Star-Band, beziehungsweise auch so eine Band, die eigentlich aus dem Easy heraus gebildet wurde. Früher hat ja sogar der Patrick, der Besitzer vom Speak Easy, war ja der Sänger davon, hat hier auch einen Song mitgesungen. Aber inzwischen besteht sie halt vor allen Dingen aus Leuten, zum Beispiel von Journey of the Sea ist jemand dabei, jemand von Insulter ist mit dabei, also von daher ist es ein bisschen All-Stars, man kann so sagen, ein bisschen so die Speakeasy All-Stars auch nennen. Entsprechend war auch da viel los vor der Bühne, gute Stimmung, Leute hatten Spaß, die Songs haben schon einen gewissen Ohrwurm-Charakter. Muss einem nicht gefallen, aber ich finde es schön, wenn die Leute hatten Spaß, war eine gute Stimmung und das ist ja auch das Wichtigste. Wenn du auf so einem Fest bist, was gerade so kostenlos, umsonst und draußen ist, dann willst du ja auch noch so eine gute Stimmung ist und das haben die Bands eigentlich alle erreicht, das muss man auch mal ganz klar sagen. Also man möchte jetzt auch hier nichts in Grund und Boden reden, von daher, das war schon in Ordnung. Ne? Und dann war auch schon fast Ende. Dann kam nicht schon die letzte Band und das war Third Wave. Third Wave ist ja für mich immer so ein bisschen so die Band gewesen, so wenn ihr eine Vorband braucht im Kreis, Frankfurt, Main-Kinzig-Kreis, im Taunus, im Vogelsberg, sonst wo. Wenn ihr eine Vorband braucht, dann fragt Third Wave. Die haben eigentlich überall ihre Finger im Spiel. Die spielen dann so gefühlt halb Essen und das Rhein-Main-Gebiet ab. Aber auch völlig zu Recht. Also man muss auch hier sagen, man muss den Stil jetzt nicht unbedingt mögen. Weil sie spielen halt Post-Hardcore, Melodic Death Metal, irgendwie so in der Richtung. Aber das war immer mal extrem gut. Also ich hatte auch Leute dabei, die gesagt haben so, boah, am Anfang, das ist ja hier klingt wie Metalcore. Aber nach einer Zeit, die schon gesagt haben so, musikalisch haben die schon was drauf. Gerade so diese postigen Einwürfe, die sie haben. Und auch die Melodieführung, das machen sie echt gut. Also musikalisch haben die echt was drauf. Ich hatte sie ja lustigerweise letztens mal sogar durch Zufall gesehen. Also ein anderes, ich glaube, da hatte ich das Blut aus Nord Video aufgenommen. Und das Night Demon Video. In so einer Doppelaufnahme. Da war ich im Feld. Und als ich auf dem Rückweg war von dem Feld, habe ich Gitarren und Schlagzeug gehört. Ich dachte so, hier ist doch irgendwo ein Konzert. Und es war ganz witzig, weil in meiner kleinen Stadt hier, da ist normalerweise nie was los.
Die bin auf jeden Fall nach Gehör rumgelaufen und habe ich auf einmal so in so einem, ja, sagen wir so, so ein Ding, was so ein größerer Strebergarten war, vielleicht so 4 Strebergärten aneinander gereiht. War ein kleines Open Air und da haben Third Wave gespielt. War ja kostenlos, so konnte man sich mal angucken. Habe ich die auch schon da gesehen. Und ja, die haben da mega Stimmung gemacht. Also sie sind eine Band, die haben auf jeden Fall Potenzial. Das muss man sagen. Man muss jetzt nicht sagen, dass Post-Hardcore oder was auch immer für ein Chor sie spielen, dass das einem die eigene Musik sein muss. Aber das, was sie machen, machen sie extrem gut und sie wissen auch, wie man Leute mitreißt. Und ich glaube, da steckt noch einiges an Potenzial drin. Und da könnte man theoretisch auch noch ein bisschen mehr hören von der Band in den nächsten Jahren. Man weiß ja nie, wie sich das entwickelt, aber ich könnte es mir vorstellen. Ja, und dann war das Ganze auch eigentlich schon wieder vorbei. Also beziehungsweise, da war der offizielle Teil vorbei, also die Live-Musik und so. Dann stand man halt in erster Linie noch draußen oder auch drinnen und hat mit den Leuten geredet. In erster Linie stand man draußen. Wir haben uns auch echt versucht, gerade am Abend, nicht mehr in der Kneipe aufzuhalten, weil die Luft war natürlich schon zum Schneiden. Und man hat auch gemerkt, auch das ganze Personal, die hatten ja auch jetzt ausnahmsweise nicht nur die Theke drin, sondern auch draußen noch eine Theke aufgestellt. Und wie das dann so ist, die Leute wollen dann trinken und so weiter. Das war ja auch mega voll. Die gesamte Gasse war voll. Das war der absolute Wahnsinn. Es war super, dass auch so viel da waren. Hat mich auch mega gefreut für das Easy, dass da wirklich so viel los war. Und natürlich auch für die Bands, dass ein Publikum da war. Aber es ist natürlich klar, so eine Kneipe, die ist ja schon normal am Wochenendbetrieb. Ist ja schon, wenn dann schon voll und Stimmung ist, dann ist es ja schon ziemlich warm und eng und stickig. Das war ja immer ein ganz anderer Level. Da war man ganz froh, dass man so vor allen Dingen draußen stehen konnte. Aber es hat auch echt Spaß gemacht. Ich meine, das Bier, ja, 0,5, 4 Euro haben sie genommen für so ein Event. Ich meine, ein kostenloses Konzert, 4 Euro Bier, geht klar. Kann man nichts, also, ist ja auch mitten in Frankfurt. Also, wer da irgendwie 3 Euro Bier erwartet oder 2 Euro Bier erwartet, das ist auch unrealistisch. Nee, war schon auf jeden Fall alles in allem ein super Event, hat super viel Spaß gemacht und gerne wieder. Ich hoffe, nächstes Jahr machen sie wieder eins. Klar, man könnte mal ein bisschen bei den Bands teilweise ein bisschen durchmischen. Ich meine, klar, das spielen natürlich in erster Linie Bands, die so ein bisschen auch mit der Kneipe verbandelt und befreundet sind, aber ganz ehrlich, wenn ihr nochmal ein paar andere Bands aus Hessen haben wollt, zwinker, zwinker, boah, kann man ja vielleicht was deichseln. So, das war's dann auch schon. Kennt ihr das Speakeasy? Wart ihr schon mal da? Was haltet ihr von Frankfurts Kneipen? Schreibt es einfach in die Kommentare, würde mich interessieren. Ich weiß ja, dass dann doch ein paar meiner Zuschauer auch aus der Region Rhein-Main kommen. Und ansonsten schreibt doch mal hin, was ist denn eure Lieblings-Metal-Kneipe? Gibt es so eine Metal-Kneipe bei euch, wo ihr ständig seid, wo auch immer Events sind? Dann schreibt es auch in die Kommentare. Das ist mir gut zu wissen, irgendwelche Locations zu kennen, wenn man mal in Deutschland unterwegs ist. Und ansonsten wisst ihr, was ihr zu tun habt. Abonnieren, kommentieren, liken, subscriben, auf Social Media folgen und so weiter. Ihr kennt das ja alles. Und vergesst nicht, zeigt dieses Video eurem lokalen Chihuahua. Ich war Adrian von Tod gehört und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Ciao.